Hallo meine Damen und Herren, liebe YouTube-Community, hier ist Magical Acid 2 und mein Name ist Mamba Kiffer. Ja, ich bin krank, ich habe Kopfschmerzen, ich habe eine zu Nase und ich caste trotzdem, weil ich Bock drauf habe. Ganz einfach. Ja, ich habe mir als Mini-Special mal überlegt, dass ich mal mich selbst caste, und zwar hier. Und zwar bin ich aus den 2 Wochen Urlaub wieder zurück aus Spanien und da habe ich mir gedacht, dann könnten wir das doch machen. Es war das erste Spiel, was ich nach dem Urlaub gemacht habe. Wir spielen auf Werfen von Antigua oder so und wir spielen Terra, das bin ich, gegen Kurian als Zerg. Ja, was gibt es noch groß zu sagen? Ich glaube nicht mehr so viel. Vorne das Supply Depot, reiße ich aber nochmal ab. Aber okay. Ich habe jetzt abgerissen, bin jetzt nochmal neu gebaut, weil es war meiner Meinung nach nicht ganz richtig positioniert. Ja, Urlaub war schön. Ich freue mich jetzt aber auch mal wieder zu casten. Und ja, ich muss sagen, ich bin kein Pro-Spieler. Der andere auch nicht hier, oder Kurian ist auch kein Pro-Spieler, aber war auch ein Ranglistenspiel, also wenn jetzt dann irgendwas nicht ganz so pro-mäßig ist, dann liegt es einfach daran, dass wir beide Noobs sind. Da kommt der Brutsteinpool und vorne mein Eingang wird weiterhin weiter zugebaut. Da kommt die Barrack und dann kommt als nächstes gleich noch der Bunker hin. Da macht sich eine kleine Drone zum Scouten auf dem Weg. Ich scoute noch nicht. Und da mal Overlord und so weiter. Alles hier am Anfang ja recht normal. Wir haben ungefähr gleich viele Arbeiter. Da wird der erste Extractor genommen. Der erste Gas ist bei mir am Laufen mit 2 Arbeitern. Da fehlt noch einer. Da geht der dritte Arbeiter ran. Und da kommt der Bunker. Erstes bei Space Marines sind in Auftrag und damit wird bei mir fleißig schon Gas gebaut. Sein Gas ist noch nicht fertig. Sonst hier die ersten Linge dran. 4 Stück sind's. Und hier sehen wir, da ist seine Drohne, die sehe ich. Und der Space Marine macht sich da jetzt mal dran. Nur Drohne ist schneller und deshalb jetzt hier schneide ich ihm hier den Weg ab der Drohne und kann somit die Drohne dann doch noch mitnehmen. Und eine Drohne mehr getötet. Ist auch mal nett. Und da kommt die Factory und wir sehen, ein Orbital-Dokument ist fertig. Da kommt dann die erste Mule runter. Weitere SCVs und wir gehen mal wieder auf der Gesamtansicht. So, da haben wir die 4 Linge. Wir sehen erste Queen, Overlord. Hier sind auch 3 Arbeiter drin. Alles hier recht normal. Nichts groß Besonderes hier am Laufen. Weiter Marine. Factory müsste langsam mal fertig sein. Da macht sich mein SC wieder mal zum Scouten auf den Weg. Geht dann erstmal da scouten und dann hier oben. Die Queen ist fertig. Wir sehen 3 weitere Drohnen. Und sonst sehen wir nicht wirklich viel Besonderes. Wir sehen dann hier das Space Portal. Space Portal ist ja falsch, glaube ich. Aber okay. Wer ist es? Der Starport. Aber okay. TechClip dran und auch da das TechClip dran. Hier wird dann gleich höchstwahrscheinlich dann das Stimpack erforscht. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Da ist auch das TechClip dran. Und sonst hier weitere. Nächstes zweites Gas wird hier genommen. Hier sind meine Supply Depots. Sehen wir alles ja selber. Space Marines weiter gebaut. Jetzt ist auch das, der Starport fertig und die erste Echse wird hier fertig gebaut und da ist mein SCV jetzt auch da und sieht nun den Gegner. Wir sehen die Umwandlung zum Bau und der SCV, das SCV wird natürlich auch auseinandergenommen. Da kommt die Roach Warren, wird hier gerade hingepflanzt, wenn wir es mal so ausdrucken könnten. Auch hier das Techlab dran, sonst wird hier der Siege-Modus erforscht. Und sonst sehen wir hier nicht viel besonders. Das Speedling-Upgrade ist im Auftrag. Und ja, ganz nett. Weitere Linge bisher. Durchkommen wird er bei mir höchstwahrscheinlich nicht mit den Lingen, deshalb
bisher recht ausgeglichene Partie. Die Machine Talk kommt. Da kommt Nimi runter. Ich nehme mir mehr Gas als er. Er hat sein zweites Gas zwar, aber da sind keine Leute drin. Das ist natürlich auch ganz geschickt. Das Eingraben wird entwickelt und hier Gräberklauen entwickelt. Okay. Okay, damit die sich auch eingraben können. Nett. Ja. Sonst im Moment nicht gerade so viel. Die ersten zwei Schaben oder Roaches werden rangezogen. Wir bei mir kommen Helions, Medivex und auch das Blue Frame Upgrade. Das sehen wir dort. Ihr Reaktor dran und dann ist hier auch schon bald mein Orbital Command fertig. Dann kann ich dann nach unten exen an die Natural Expansion hier unten. Wir sehen eine Mule, eine weitere. Wir sehen sonst nicht gerade sehr viel. Wir sehen ein Waffenlager und da wird jetzt geliftet, um dann rauszuziehen. Hier sehen wir drei Roaches, wir sehen zwei weitere Drohnen sind im Auftrag. Ja. Warum ich jetzt gerade nicht die dann mal weitere Helions werden. Und ein Tor kommt hier ran. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz, was er da macht. Da unten auch seine erste Ex ist fertig. Er zieht da schon dran. Blueprint Upgrade ist so gut wie durch bei mir. Und hier steht seine Armee. Da kommt eine weitere Queen und die darf jetzt hier auch mal dann gleich arbeiten. 18 Linge sind hier im Auftrag. Da kommt jetzt endlich die Echse, wird jetzt endlich nach unten gezogen. Wir sehen sonst weitere Space Marines. Der Tor ist so gut wie fertig, auch wenn er unnötig ist. Und der Marine darf jetzt hier oben mal sich mit dem kleinen Zergling hier oben fetzen gleich. Aber naja, gut. So, die ist so gut wie da und wir gucken uns jetzt diesen ersten Kampf an. Überhaupt ist das nicht episch. Ling gegen Marine. Überall keine Upgrades drin und jetzt geht's hier drauf und da, haha, stirb. Und tatsächlich stirbt hiermit sein Zergling und ich hätte nicht den Nagerturm halten können, aber ich wusste, er wird da einen neuen Link hinschicken. Und das wollte ihm wir dann ja doch nicht. So, meine Armee darf sich jetzt auch mal nach unten pflanzen, das tut sie auch. Die aus dem Bunker können auch nach unten weitere Supply Depots hier. Bisher keine Upgrades drin, es kommen. Da kommt ein Siege Tank und wir sehen sonst weitere Space Marines. Und ja, ganz nett. Ja, seine Armee. Es kommen weitere Roaches, da sehen wir sie, Overlords. Hier sonst nicht gerade so viel, gleich viele Arbeiter. Wir sehen den ersten Kackhaufen bzw. Kriechtumor. 10 weitere Drohnen zieht er hier ran. Und wir sehen auch 3 weitere Roaches. So, natürlich hat er jetzt natürlich ein paar Arbeiter und ein paar Worker mehr hier dran, aber gut. Oben der Siege Tank hier als Absicherung kann da schön von oben runterknallen. Wir sehen auch weitere SCVs bei mir. Das ist zwar unnötig, hier bis zur letzten voll zu machen, das ist unnötig, das habe ich gelernt. Das ist eigentlich voll schwachsinnig, aber okay. Weitere Helions kommen, es kommen weitere Space Marines und so sieht's hier aus. Da kommt die nächste Echse, wird hier gebaut. Und sonst sehen wir hier 2 Evolution Chambers, um dann hier die erste ist fertig, um dann auch Upgrades hier durchzujagen. Wir sehen erste Upgrades auch bei mir hier. Hier kommt das A-Level 1 Upgrade. Stimpak wird endlich mal erforscht. Und sonst sehen wir weiter Helions. 2 Stück weiterhin. Es kommen 2 Medivex. Und dann sehen wir, wann sind die. Achso, der hat. Ich wusste gar nicht, die Dinger so schnell sein können. Na gut, hier kommen die Upgrades, wovon ich geredet habe. Hier wird einmal kurz gescannt. Weil ich habe natürlich gedacht, er setzt auf Lufteinheiten, was ja bei Zerg öfters mal der Fall sein kann. Und davor habe ich immer Respekt vor Lufteinheiten der Zerg. Und deshalb hier der Scan, weil normalerweise baut man ja hier dann den Spire hin. Aber da kam er dann zum Glück nicht. Roaches in Massen kommen dazu und bei mir meine Armee doch ganz schön unterlegen. Im Moment würde ich mal so tippen. Aber gut, ich hatte ihn gescannt und weiß gut, wir bauen mal Marauder, um gegen die Roaches und so weiter was tun zu können. Und deshalb hier ein weiteres Tech Lab, um auch in der Kaserne hier unten Marauder dann zu bauen. Ja, weitere SCVs sind im Auftrag. Es kommt
in den Fusionskern und jeder weiß, wofür man den braucht. Und ja, hier kommt das weitere Orbit-Dokument. Aber jetzt nochmal zu dem Fusionskern. Wir wollen dann gleich Battlecruiser bauen. Weil wir sehen, er hat nur Bodeneinheiten und die können auch nicht mal nach oben schießen. Das bedeutet, wir sind die Battlecruiser, die wirklich richtig stark sind gegen Bodeneinheiten, können hier dann richtig schön abfetzen. Wir sehen einen Overseer, der sich jetzt hier mal ein wenig umsehen darf. Und da kommt ein weiterer Raumhafen, um dann hier das Tech-Tab dran bauen zu können. Hier, die wird dann höchstwahrscheinlich gleich geliftet. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich es getan habe. Hier weitere SCVs, zweite Gas wird hier genommen. Und sonst, da werden auch weitere Roder produziert. Und mir ist gerade etwas runtergefallen. So. Gut. Acht weitere Roaches werden da rangezogen. Er baut hier also wirklich im Maß. Wir sehen Investoren. Und das ist dann auch sein Hauptteil der Armee. Was auch immer das ist, was er da macht. Achso, er erhöht die Anfangsenergie von Verseuchern. Gut zu wissen. Ja, das ist seine Armee. Und da wird meine Armee gerade, meine Echse gerade genommen. Meine zweite Echse. Das ist meine Armee. Und ja, ich freue mich gleich schon auf den Kampf, wenn es dann endlich richtig losgeht. Da kommen die ersten Battlecruiser und wir gehen hier hinten die Mineralien aus. Gut. Halb so wild. Arbeiter, gut, hat er drei mehr. Ja. Sechs weitere Investoren sind dran. Es wird eine Brutstätte, eine weitere gebaut und zwar dort oben. Beide also auch fast gleichzeitig geäxt. Es werden hier weitere SCVs rangezogen. 11 weitere Roaches. Nett, nett.